haben jetzt gerade unser Auto bekommen. Heute ist Mittwoch, der 15. Und da wird unser Rusty abgeschleppt. Yeah. Da kommt's, lueg. Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. Januar 2020. Wir stehen jetzt gerade auf irgendeinem Parkplatz. Unsere liebe Rossi ist heute früh abgeschleppt worden. Endlich ist jemand gekommen und hat sie abgeschleppt. Und wir sitzen jetzt in so einem klapprigen Mietwagen. Naja, Mietwagen. Es ist jetzt einfach so eine Leihgeschichte, wo uns der Abschleppdienst da geht. Jetzt müssen wir bis Norseman fahren und dort sollten wir hoffentlich dann ein neues Vehikel bekommen. Ja. Bisschen Miete gibt's, gell? Es ist alles ziemlich. Oder? Und jetzt ist 10 in einer Not. Bei mir auch 10, 2 Minuten. Handy habe ich irgendwie 9,17. Ja, jetzt ist eine Westaustralische-Zeit. Aber Mundra-Brille, das gehört das da nicht noch mit zu dieser Border-Zeit, zu den speziellen Zeiten? Ich weiß es nicht. Ich habe das gesehen, eine Stunde oder zwei. Ja. Wenn sie die Kiste so muss irgendwie, also wenn man da 120 mitfährt, dann piepst es, weil dann ist man einfach zu schnell oder so. Und dahinter draußen unsere Klamotten und hinten im Kofferraum sind Klamotten und wir haben mega viel müssen fortgehen, weil wir jetzt keinen Kühlschrank mehr haben und wir hoffen einfach mal das Beste, dass wir da gut rauskommen. Wir haben gestern eigentlich noch einen schönen Nachmittag gehabt an dem Roadhouse an der Border Village. Wir haben duscht und Wäsche gewaschen, wo nachher noch schlimmer gerochen hat, als sie vorher gestern. Ja, genau. Pool sind wir gewesen. Genau, es hat ein Pool gehabt. Wir sind mit 1000 Kindern im Pool gewesen. Und ein fetter Burger haben wir gegessen. Richtiger Aussie-Burger, genau, mhm. Mit Chips, gell. Ja. Und nachher haben wir dann noch ein bisschen Bier probiert. Oh ja, ganz feines australisches Bier. Das Frauenbier. Super Bier. Das Frauenbier gewesen. Ja. Trinkt doch einfach Frauenbier, Gott sei Dank. Nein, es ist so speziell gewesen, weil unten dran das, mal die Malzflöckli unter dem Flaschenboden gewesen sind und er hat das dann so auf der Tresen gleich die Flasche und hin und her geholt. Und das ist so gut gewesen, das Bier. Und dann haben wir den Greg kennengelernt gestern, der hat dort geschafft in dem Roadhouse. Der hat uns dann auch noch eins ausgegeben. Also der hat frei gehabt gestern. Genau, hat er frei gehabt. Der Greg? Ja. Also ich nehme mal an, so frei gehabt, hat so besoffen, wenn ich war. Also gut, er hat auf jeden Fall ein paar Bier gegeben. Genau, wann haben wir das erste kam? Früher Nachmittag ja, oder so. Um 3 oder so. Das Nienhoff, genau. Und am Abend ist er auch auf jeden Fall immer noch in der Bar gehockt. Wir haben zwischendurch ein paar Sachen erlebt. Ja, genau. Ganz ein netter Sieg, mit dem haben wir noch ein geschwätzt. Also okay, 2,5 Stunden ist das gerade da, so eine Session. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Und haben uns das Jahr geschenkt. Genau, yeah. Er ist halt von Neuseeland gewesen, wohnt aber schon lange da in Australien und er hatte so ein graues Jäger mit so Maori-Zeichnung drauf. Und du hast ihn angesprochen, ob es Maori ist und zum Schluss hat sie die Jacke geschenkt. Doch. Ja, das ist ganz toll. Ganz liebe Leute da, ganz, ganz liebe Leute. Und ja, wie viele Kilometer haben wir denn jetzt schon? Also 200 oder so.
Goodness. Ja, genau. Bin jetzt schmiert. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Und jetzt nachts schlafen wir irgendwo in einem Auto oder so. Entweder in Prinzessin oder Diva oder je nachdem. Und der Abschleppdienst meinte, wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen, zwischen 4 und 5, könnte er uns auch das Hotel in Mosman empfehlen. 4 und 5 wäre die Zeit. Westaustralische Zeit. Westaustralisch. Suchen Sie sich eine aus. Die südaustralische möchte ich schon mal nicht, weil das wäre jetzt eine ziemliche Zeit. Und heute früh haben wir gedacht, komm ey, der Abschleppdienst braucht sowieso lang, bis er da ist. Dann haben wir unseren Tee gekocht und sind dann zum Morgen gesessen. Und zack ist er da gestanden mit dem Mietwagen. Und wenn man das vorher gewusst hätte, dass wir da so ein Auto nicht haben. Wenn wir alles da ins Auto müssen biegen, hätten wir das schon alles vorbereitet. Aber es ist nicht so gewesen. Und wir hoffen einfach das Beste. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder weiter können. Und ja, lass uns einfach mal überraschen. Genau, jetzt können wir noch Fies vertreten. Und genau. Jetzt wollen wir okay. Ja. Tschüss. Wir sind jetzt das Tiedli gefahren. Was meinst du, wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? 62 bis 400. Okay. Gut so. Jetzt sind wir am Gockelbiddy. Das ist Gockel. Das Lustige ist, jedes Roadhouse hat so eine Golfkursding. Ich glaube, das ist der längste Golfkurs da, der von Süden und Westen irgendwie. Jetzt haben wir mal wieder etwas. Ja. Sehr auffällig unterwegs, wieder sehr viele tote Tiere am Straßenrand. Lebendige haben wir bis jetzt aber trotzdem noch nicht gesehen. Und jetzt laufen wir dann ein bisschen um. Was denkst du? Tschüss. Yay, wir gehen jetzt 90 Miles straight. Juhu. Wie ist es? Hallo, mir geht's gut. Wir sind 90 Miles straight unterwegs. Bedeutet? Ha? Bedeutet? Thank you.
Also wir sind jetzt da bei Belladonia und hier jetzt auch recht feste Buschbrände gehen. Jetzt haben wir gerade den Feuerwehrwagen rausfahren sehen und Bagger sind auch noch da zum Schneisen machen. Und ja, wir können uns das traurige Schauspiel da mal anschauen. Das Roadhouse ist teilweise ist teilweise beschädigt worden, zum Glück nicht ganz. Und ja, es ist schon traurig zu sehen, wie die Natur so da weggebrannt ist.